weil wir kennen die DDR schon länger. Es hat uns mal interessiert und hat uns auch das Essen hier geschmeckt wieder. Wurde dann eigentlich ganz einfach. Die DDR-Küche ist eine gut bürgerliche Küche mit deftiger Hausmannskost und hat Einflüsse aus osteuropäischen Ländern bekommen durch die damaligen polnischen und sowjetischen Sektoren in der DDR und ist sehr einfach gehalten und halt eine preiswerte Küche in dem Fall. Ein bisschen Petersilie dran als Deko. Das ist halt das klassische Jägerschnitzel aus der DDR. Er wurde mit günstigeren Lebensmitteln gemacht, weil in der DDR ja auch halt Knappheit war an diesen teuren Lebensmitteln wie Kalbsfleisch, diesen Luxusgütern. Und damit es halt jeder sich leisten konnte, wurde halt das günstigere genommen, was in dem Fall dann halt Schwein war oder Hähnchenfleisch. Bis 90% waren wirklich Realität. Also so war es wirklich gewesen. I'm very interested in history, and I used to be a history teacher in England and taught a lot about, you know, the Second World War, Cold War. So I think, you know, it was a must see for me, really. And a lot of people were recommending the restaurant, so we decided to come in because of the great reviews. And we're glad that the food was beautiful. Yeah.